Ich habe mir gedacht, ich mache mal ein kleines Update zu Kira, wie die Größe jetzt momentan so ist und wie es mit der Erziehung steht. Wir waren anfangs immer relativ froh, dass wir behaupten können, dass die Kira eine sehr gute Erziehung genießt. Nein, doch. Oh. Also, das behauptet man natürlich gerne, wenn man selber derjenige ist, der erzieht. Aber was er denn jetzt mit ihren 10 Monaten schon so alles kann? Sie hat nämlich jetzt genau die 10 Monate und ja, fangen wir mal an zu zeigen, was wir bisher schon so geübt und gelernt haben. Also die erste Sache war, dass immer wenn wir in Richtung Treppe gehen, ich möchte nicht, dass sie von alleine die Treppe läuft und ich weiß nicht, ob man sie sehen kann, aber sobald ich zur Treppe gehe und jetzt die Treppe runter, bleibt die Kira einfach sitzen. Das war mir relativ wichtig, dass sie mir nicht irgendwie unter die Füße rumläuft oder dass sie selber stolpert. Und erst wenn ich dann unten bin und sage, okay, komm, dann geht's los. Und weil sie weiß, dass wenn wir runtergehen, dass irgendwas super Witziges passiert oder wir üben oder es gibt was zu fressen oder ähnliches, hat sie auch dann immer schon mega Motivation und freut sich und kann sich kaum ruhig halten. Aber nichtsdestotrotz, wenn ich jetzt einfach die nächste Treppe runtergehe, dann ungeduldig, ja, aber sie wartet. Das hat sie unter Kontrolle. Also das war das Erste, was wir unbedingt gelernt haben. Okay. Ich glaube, hier am Spielchen. Jedes Mal auf und runter. So, wenn wir da unten sind, gibt es so ein paar Übungen, die sie standardmäßig können muss. Also der erhobene Zeigefinger heißt, sie muss sich hinsetzen. Kira, sitz. Sie bekommt von mir aber nicht die Vorgabe, dass sie für die Ewigkeit sitzen muss, sondern sitzen bleiben, dort wo sie ist oder in der Position. Verharren muss sie nur, wenn ich sage, bleib. Upsa, rückwärts durch die Tür. Dann muss sie, egal ob ich den Raum verlasse oder ob ich wieder reingehe und so weiter, sie muss einfach so lange bleiben, bis sie von mir ein anderes Kommando bekommt oder ich das Kommando auflöse. Das nächste ist, mach Platz, Platz. Auch das klappt mittlerweile schon ganz gut. Und für das dritte Kommando in diesem Stil muss ich ein bisschen Platz machen. Und roll. Ja, super. So, und jetzt wird natürlich belohnt, weil du was toll gemacht hast. Super. So, machen wir das Ganze mal ein bisschen schneller. Sitz, Platz, Roll. Der war nix. Platz und Rollen. Fein, super. Ja, runtergefallen. Was am Boden liegt, gehört dir. Das wissen wir. So, Sitz. So, ganz ähnlich zu den bereits vorhandenen Sachen, die sie gelernt hat. Sie darf nicht einfach rausstürmen, wenn ich irgendwo rausgehe. Okay, komm. So, und dann kommt der für Hunde, glaube ich, mit am schwersten zu ertragende Trick, nämlich mach Sitz, bleib. Zu bleiben, wenn es Futter gibt. Egal, wo ich Futter hinstreue oder was ich damit mache, unsere Kira darf nicht einfach zu Futter stürzen. Darf nicht einfach zu Futter stürzen. Habe ich da jetzt gerade Futter stürzen gesagt? Ich weiß gar nicht. Oh, ihr tropft schon der Speichel aus dem Mund. Ich weiß gar nicht, wo ihr das sehen könnt. Aber noch lassen wir sie ein bisschen leiden. Also die Flecken hier, wenn ihr guckt, der Speichelfluss ist schon da. Sie weiß ganz genau, was es jetzt gleich gibt, nämlich was Leckeres. Und das wollen wir sie auch gleich mal erlösen. Okay. Zack, und jetzt gibt's Futterli. Ja, das klappt auch schon ganz, ganz gut. Und dann kommt noch der Klassiker. Die Kira ist ja ein Retriever, das heißt, sie bringt unheimlich gern Sachen zurück und sie ist auch ganz fleißig im Sachen hin und her tragen. Sitz. Und die erste Übung, die wir gemacht haben, ist, dass sie prinzipiell, dass wenn ich was werfe, dass sie hinterherläuft und das dann auch zurückbringt. Das hat ein bisschen gedauert, aber das konnte sie dann relativ schnell. Das probieren wir jetzt mal. Und hol! Fein, super. Aus. Aus. So, und jetzt kommt die erschwerte Variante, wieder mit dem Bleib. Bleib. Okay. Also sie wartet, bis sie die Erlaubnis bekommt, das Spielzeug zu holen. Super, ganz toll gemacht. Fein, fein. Wichtig ist auch immer, dass man sie nicht gleich wegnimmt, sondern vielleicht auch mal lobt oder das Spielzeug lässt. Sonst lernt sie, dass wenn sie es zurückbringt, ich es wegnehme. Und dann verliert sie vielleicht auch irgendwann mal die Freude, Dinge zu bringen. Aber wenn sie was herbringt, Kira, hier. Und aus.
dann musst du mit dem Kommando aus auch einigermaßen schnell loslassen. Das klappt manchmal besser, manchmal ein bisschen schlechter, aber insgesamt möchte ich behaupten, 4 Jahre alt ist schon sehr diszipliniert. Bleib. Okay. Ah, das ist aber jetzt ein... Ja, genau. Jetzt hättest du fast das Falsche genommen. Das Falsche, da gibt es kein Falsch. Spielzeug. So, ja, das war unser kleines Mini-Update. Eine Sache gibt es noch, die sie mittlerweile kann, die ich jetzt aber nicht extra zeige, weil ich bleibe jetzt ein bisschen mit ihr heraus. Nämlich, wenn ich sie, egal in welchem Erdgeschoss überall, hat sie so ein kleines Plätzchen, wo eine Decke für sie liegt. Und ich kann sie ins Körbchen schicken. Körbchen heißt für sie nicht Körbchen direkt, sondern einfach den Platz, wo sie ihren Platz zum Liegen hat, den sie kennengelernt hat. Und wenn ich sie dorthin schicke, muss sie auch dort liegen bleiben, solange bis sie wieder die Erlaubnis bekommt aufzustehen. Wobei wir dann noch einen kleinen Trick haben, nämlich, was heißt wir, sie? Okay. Nämlich, sie legt sich ganz gerne mal in ihr Körbchen, wenn ich es verlange. Und dann streckt sie sich aus, sodass die Hälfte des Körpers außerhalb des Körbchens liegt. Nach kurzer Zeit rollt sie sich wieder ein, dann liegt sie gerollt vor dem Körbchen. Und sie steht nie auf, aber sie streckt sich immer und dann rollt sie sich zusammen und so robbt sie dann wie eine Robbe oder eine Schnecke Stück für Stück aus dem Körbchen. Und das schafft sie tatsächlich so lange, teilweise auch unterm Radar, weil ein Tisch dazwischen ist, wo wir es zum Beispiel im Wohnzimmer nicht sehen, sodass sie über kurz oder lang ein paar Minuten dann bei uns vor der Couch direkt vor den Füßen liegt. Also das haben wir hier bisher noch nicht abgewöhnen können. Vielleicht liegt es auch daran, dass wir da nicht konsequent genug sind. Einfach, man muss halt so lachen und sie schaut so süß dabei aus, wenn sie dann so Stück für Stück hintroppt. Aber gut, gibt Schlimmeres. Tja, kurzes Kira-Update. Jetzt schaue ich mal, dass ich noch ein paar schöne Aufnahmen von ihr mache. Und dann glaube ich, ist das für heute rund. Rausgehen großartig, recht viel mehr als mal ganz kurz ein bisschen frische Luft schnappen werde ich nicht. Einfach weil heute ist der erste Tag, wo nach der Erkältung ich mich wieder einigermaßen fit fühle und will es nicht gleich irgendwie wieder stressen. Deswegen bleibt auch das Motorrad heute brav zu Hause und so weiter und so fort. Also noch einen Tag weitere Karenzzeit. Morgen muss ich dann allerdings raus. Morgen Nachmittag geht es auf eine Beerdigung. Und ja, dann schauen wir mal, ob das mit den Cinematics noch klappt. You're the one that's on my mind. I've been running from myself. Things have never been the same since you. Searching courage to get up again. In an armful of a friend. Gut gemacht? Jo. Haben wir gut gemacht, gell? Ja, das haben wir gut gemacht, das Video.